Willkommen zurück zur weiteren Folge Minecraft. Wir sind in der Folge 697 und wir sind dabei hier ein bisschen am Ausgleich. Also wir haben jetzt erstmal ein paar Blöcke weggetan. Wir schmeißen jetzt auch mal zu guter Letzt hier. Können wir bestimmt nochmal ein paar Endless Side Stone auch ganz alles. Können eigentlich alles weg. Alles, 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 alles weg. So, die Kohle auch und das Eisen auch. Die Enderkisten können dahin. Und die Fackeln schmeißen wir auch mal fort. Weil wir haben ja Fackeln da. So, wir müssen. Ah, ne, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, stopp. Die Fackeln nehmen wir mit. Wir gehen jetzt nämlich mal kurz hier. Hier brauchen wir nicht hingehen, weil da ist schon fertig geleuchtet. Einmal hier rein und wir setzen hier einfach mal. Also, wir setzen jetzt einfach willkürlich mehr Fackeln hier rein. Und zwar so, dass einfach hier keine Monster spawnen können. Weil das ist nämlich immer so ein bisschen, die Frage, die Sache hier, spawnen halt Monster, ist das eigentlich. Das ist ein Daylight-Dings, okay. Also, weil da ist Daylight, sag ich schon. Ist halt einfach nur ein bisschen mehr Light in the way. So, wir können einfach hier so fertig. Fertig. X-beliebige 10.000 Fackeln können wir hier hinsetzen. So, ups, kein T, sondern ein F. Nee, das ist auch nicht. So, hier brauchen wir höchstwahrscheinlich auch nichts ausleuchten. Perfekt. Hier ist, warte mal, wie ist das hier drunter? Nichts ausgeleuchtet. Das Problem werden wir beseitigen. Weil das ist doof, wenn hier irgendwie mal Monster, also so kleine Zombies zum Beispiel, wenn die das spawnen wollen, können tun, dann ist das ein bisschen ganz bescheiden. Dann ist das ein bisschen sehr bescheiden. Wir laufen einmal in ein weites dunkles Loch und können dann hier zurücklaufen. So und so. Und dann können wir die zwei auch wieder verschließen. So. Dann müssen wir da uns überlegen, was wir da machen. Weiter geht's hier. Hier scheinen genug Fackeln drin zu sein. Das ist okay. Dann hier, Fackel, hier ist auch eigentlich genug Fackeln drin. Jetzt die Frage, hier ist irgendwie was frei. Was ist das? Brauche ich das? Brauche ich den? Ist hier irgendwie, eine Wasserstraße? Wofür ist hier Soul Sand, der gar nicht da sein muss? Was passiert, wenn ich hier hin? Da kann ich. Okay, gut, das heißt, wir können den wegnehmen. Das ist einfach nur so ein Überbleibsel. Okay. Okay, dann ist okay. Dann können wir hier auf jeden Fall erstmal eine Fackel hinsetzen, dass hier nichts mehr spawnen kann. Dass es einfach nicht mehr die Möglichkeit hat, legal zu spawnen. Illegal natürlich immer. Aber da kann ich nichts dafür dann, weil in dem Moment haben wir. Nee. Wie machen wir es am besten? Nee, ich will hier so runter springen und. Oh. Nein. Genau so will ich das haben. Genau so. Und dann müssen wir hier. Wir könnten aber auch einfach hier so einen Trick machen. Wir machen noch hier eine Fackel hin und dann bauen wir es hier hoch. Und dann springen wir einfach mal hier hoch und setzen einmal mit dem, den und den wieder zurück. Ha! Dann sind wir oben. So, und dann müssten wir hier nochmal rein. Die Frage ist, wie? Nee, stopp. Da nicht rein, da rein. Da ist ausgeleuchtet. Das gefällt mir richtig gut. Und dann können wir doch jetzt hier einmal verschließen. So, fertig. Blöcke alle weggesetzt. So, Seelensand. Seelensand und Packed Eis tun wir noch wegschmeißen. Das mache ich sehr gerne. Was habe ich noch Schönes? Da sind noch 12 Stück drin. Was ist hier an Sand? Jo, Sand ist noch ein bisschen da. Was sagt denn unser Kelpvorrat? Was sagt der Kelpvorrat? Bin ich mal gespannt. Essen ist hier, Grünzeug ist hier, das heißt, Kelp ist hier. Kelp ist irgendwie hier, aber wir müssten jetzt mal uns überlegen, wie wir es machen. Wir lassen mal eine Werkbank erstmal da.
Wir nehmen mal mit. Können wir sowas machen in die Richtung und dann können wir nochmal zwei Stacks. Reicht das? Nee, eigentlich nicht. Wir nehmen uns nochmal einen dritten Stack mit. Hier ist 1, 2, 3, 4. Hier müssen wir wahrscheinlich nochmal eins erweitern. Einfach nur, weil wir dann ein bisschen sinnvoller auf Arbeit gehen. Aber das ja nicht jetzt. So, wir haben das dann so. Wir können dann hier 16, dann können wir hier 17 machen und 18 machen. Und das Ganze können wir nochmal machen. Und dann 17, 18. Und dann hätten wir das gehabt, geschafft. Und dann hätten wir mehr wie 19 Stück. Und dann können wir hier erstmal kurz. Wir nehmen uns trotzdem mal ein paar davon mit. So. Dann können wir nämlich gleich schon mal ein paar Kisten voll machen. So, und zwar den Sand und den die Kiste. Dann können wir den auch gerade eigentlich schon mal anschmeißen. Und den Sand da rein. Ist gar nicht mehr so viel Sand. Das ist gar nicht so schlimm, finde ich, weil dann haben wir nämlich weniger Öfen an und die können dann über kurz oder lang einfach mal hier den Sand durchschmelzen. So, das wäre es doch gewesen, oder? Ja, das war es gewesen. So, das heißt, wir haben 3, 6, 7, 8. Das heißt, wir machen hier mal einfach nur 8 rein und setzen die dann da zusammen und setzen die wieder hier hin. Da wäre nämlich der Sand auch weg. Und dann müsste gleich mal ein Sand. Ach, guck, da waren schon ein bisschen Sand. Ein bisschen Sand da drin. Das ist sehr gut. Und so, wir gucken mal kurz, was unser Glasvorrat aktuell sagt. Unser Glasvorrat sagt. Nee. Nee, nee, nee. So, ja. Ja, das geht doch was rein. Sandvorrat sagt. Ja, ist auch genug drin. Dirt können wir noch ein bisschen mehr haben, aber das ist jetzt einfach so nicht mehr so wichtig. Und Cobblestone haben wir wahrscheinlich en masse und Steine wahrscheinlich auch. Tatsächlich, Steine haben. Boah, was haben wir denn an Stein? Haben wir wieder Steine im Überfluss oder? Huch, falsche Richtung. Haben wir wieder Steine im Überfluss? Ich hoffe mal nicht. Wenn nicht, müssen wir die nochmal durchschicken. Ne, ist keine Steine drin. Sehr gut. Sind keine Steine drin, aber wir haben hier immerhin ein bisschen was weggesortiert gehabt. Genau, hier noch ein paar Blümchen. So schön. Hoch, keine Fackel setzen, Dankeschön. Super, super, super. So, der ist fertig, das weiß ich. Aber wir können jetzt halt hier, stimmt, das könnten wir auch machen, weil dafür haben wir die ja jetzt. Dann brauchen wir nämlich kein Kelp mehr holen. Wenn wir jetzt einfach sagen, jo, wir schmeißen einfach mal was da rein. Die Frage ist jetzt, wie habe ich das aktiviert? Jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Ich habe das so aktiviert, dass wenn ich auch weniger wie ein Stack reinschmeiße, dass, genau, dass der auf jeden Fall. Der erkennt, ich muss nur mindestens 3 Items reinschmeißen. Das ist dann nicht schlecht, weil dann können wir nämlich einfach sagen, so, hier, wir können auch die gerade alle auf einmal schmelzen. So, und dann fährt er fort. Der ist in Action. Der ist in Action, so, da müsste genau, das ist gleich auch durchgeschmolzen. Ah, ich habe das sogar so gemacht. Ah, guck mal, ich bin klug. So, jetzt kommt das Minecart irgendwann angefahren. Und es dürfte jetzt natürlich nicht, genau, nicht 2 volle Stacks weggeladen haben. Super, super, super. So, und sobald der dann hier angeht, können wir nochmal. Sobald der angeht zu blinken, können wir denen dann sagen, jo, jetzt mach du mal.
Das Coole ist ja einfach, wir können ja jetzt sagen, haben wir noch eigentlich irgendwas zum Schmelzen? Nö, gerade gar nicht. Ne? Haben wir hier noch was zu schmelzen? Wir haben einfach nichts zum Schmelzen. Doch, hier. 16, 20, 40. Das war's, wir können auch einfach reinschmeißen. Das Schöne ist ja, der sortiert ja, also ich meine, der wird ja mir das rausgeben, genau. Und so haben wir hier 4 Eisen. Sehr gut, die können wir nämlich dann nehmen, können die hier automatisch in unseren Ofen, also hier reinschmeißen. Und können den dann wunderbar dahin tun. Ah, guck mal, hier auf der Seite ist auch was angekommen. So, wir müssen ausgehen, ne? Genau, wir müssen ausgehen. Das heißt, wenn der F3, was haben wir denn da? Zwei Power 2 hat er. Aktuell. Dann haben wir ja noch ein bisschen Luft. Jetzt hat er bestimmt Power 1, ne? Ne, immer noch Power 2. Okay. Gucken. Hat er schon alles nachgefüllt? Verrückt. So, das will ich jetzt kontrollieren, ob der alles nachgefüllt hat oder ob der wieder irgendwas vergessen hat. Ansonsten muss man den regelmäßig einfach nochmal mit wegschicken. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, hier, der fährt nur eine Runde, aber das ist ja genauso langweilig. Also, der kann ja gerade zurückfahren, dann hat er schon mal 2 in einem. Guck, da hat er doch was vergessen. Du doofes Ding. Wo hast du denn was vergessen? Oder habe ich einfach irgendwo mal was rausgenommen, habe das irgendwie. Nee, also bis jetzt voll gewesen. Okay, dann ist gut. Dann müssen wir den wohl oder übel einmal irgendwann so lassen. So, super. Dann können wir doch hier den hier nehmen. Können doch gerade nochmal 12 Items durchschmelzen. Das geht dann richtig zügig. Und hier ist auch nichts mehr drin. Ja, jetzt haben wir natürlich nur keine. Da sind ein paar Redstone und Sachen drin. Nicht so schlimm. So, wir haben nichts zum Schmelzen. Aber absolut nichts mehr zum Schmelzen. Ist alles weggeschmolzen. So, da können wir nämlich hier sagen, die schmeißen wir jetzt alle einfach mal in unser Lager rein. In unser, genau, unser. Hey, will euch hoch. Dankeschön. So, schmeiß dich da rein mit den 50 Items und dann haben wir doch schon mal was ganz Gutes geschafft. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es gefallen hat, dann lasst noch eine positive Bewertung da oder ein Abo und bis dann. Ciao, Leute.